Wird die Marke Otto oder Untermarken, werden die jetzt Medium und sind die klassischen Medien dann völlig, haben die ja noch eine Funktion bei Ihnen? Na, nochmals, Unternehmen werden, als ich vom Journalismus in die Otto Group kam, habe ich meinen Journalistenkollegen gesagt, wir treffen uns nochmal im gleichen Geschäftsfeld. Und da habe ich gesagt, wir werden zu Medien und ihr werdet die Notwendigkeit haben, kompetent und hoffentlich auch wirtschaftlich erfolgreich E-Commerce zu betreiben. Da haben die mir alle angelacht. Und ich sage, ich glaube, es wird kommen. Wie lange ist das her? Das ist 15 Jahre her. Und das Spannende, es hat mindestens 10, 12 Jahre gedauert, bis das einigermaßen Wirklichkeit geworden ist. Also ich würde unterschreiben, dass Medien Marken werden müssen, aber ob sie unbedingt E-Commerce betreiben wollen? Medien brauchen ein wirtschaftliches Erlösmodell, was mehr ist als das, was wir zurzeit sehen. Und nach zusammengerechnet 22 Jahren nach Erfindung des Internets und nach einer Diskussion, die ich damals als Fachzeitschriftenredakteur bei Horizont über Jahre geführt habe, habe ich gesagt, wir brauchen neue Erlösquellen. Und das ist verdammt lang her. Ja, dann frage ich mich heute im Jahr 2019, Freunde, jetzt jammert nicht, dass ihr die Erlösquellen noch nicht habt und immer noch irgendwie üben müsst. Ich glaube, dazu gehört E-Commerce. Und es aber nicht in der Definition, wie sie Journalisten gerne vor sich tragen und sagen, ja, da wird eine Nachricht mit irgendeinem Verkaufsangebot vermengt. Ich sage, das ist jetzt sozusagen E-Commerce 1.0. Sondern in der Frage, inwieweit ich die Community monetarisieren kann. Das ist doch die zentrale Frage. Inwieweit ich mich vernetzen kann. Und das nimmt der Unabhängigkeit eines journalistischen Berichts überhaupt nichts. So. Und auf der anderen Seite habe ich die Unternehmen, die in der Tat medial eine andere Wirkung erzielen. Nur aufgepasst, es ist kein Thema, wo ich sage, daraus entsteht Übermut oder eine Art von Arroganz, ich könnte hier irgendwas umgehen. Es sind Kommunikationsangebote, es ist hoffentlich ein gut gemachtes Dialogangebot und sagen, setz dich mit uns gerne auseinander. Wir haben wir haben etwas zu bieten im Sinne von, wir sind ein spannendes Unternehmen, hoffentlich. Ja, aber nicht im Sinne von, wir sind die tollsten, besten und größten und das war's jetzt. Das ist noch alte Senderschaft, sondern wir suchen den Dialog mit den Leuten, um auch zu erfahren, wie seht ihr uns, wie können wir besser werden. Man kann auf der Website von otto.de oder Newsletter jetzt auch noch Anzeige schalten. Also gibt es ein neues Verhältnis zwischen Medien und Marken? Ja, das gibt es, wobei ich nicht müde werden würde zu sagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir deutlich machen, dass unabhängige Medien, die auch über Wirtschaftsunternehmen berichten, enorm wichtig sind zur Vitalität und auch zum Fortschritt der Unternehmen. Auch wenn sie insbesondere dann, wenn sie kritisch sind und insbesondere dann, wenn sie konstruktiv kritisch sind. So. Weil die wirklich kritischen Fragen werden Sie Ihrem Vorstandsvorsitzenden ja nicht stellen. Die wirklich kritischen versuchen wir zu stellen, weil unsere Kunden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, im Zweifel externe Stakeholder, die diese Fragen sowieso stellen. Auch das ist ja überlebt. Ich sage mir, der Versuch, um kritische Themen dadurch rumzukommen, indem man sie nicht stellt, ich glaube, der ist schon längst beantwortet, die Frage. Nein, die müssen wir stellen und die müssen wir uns stellen. Aber trotzdem, Otto ist vom Kunden der Medien zum Konkurrenten geworden. Sie bieten ja auf Ihrer Website und Ihren Newslettern jetzt auch Werbung an. Sie haben ja auch Werbemanager eingestellt, die vorher richtig in den Medien gearbeitet haben. Das Ganze nennt sich wohl Retail Media, also sozusagen das Angebot an andere Handelsunternehmen oder Hersteller, wer bei uns, da bist du gleich an der richtigen Stelle, weil über uns ja bestellt werden kann. Vorbild ist da wohl Amazon. Da können Sie doch nicht mehr bestreiten, dass Otto vom Partner zum Konkurrenten der Medien wird, oder? Also, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen den Wettbewerb im Meinungsmarkt sehen oder den Wettbewerb um Werbegelder. So. Ja, aber wenn Sie den Medien die Werbegelder abgreifen, dann dürfen Sie sich auf der anderen Seite nicht beschweren, dass hinterher zu wenige Journalisten da sind, die den Dialog führen, weil irgendwo muss sich ja Journalismus auch finanzieren. Erstmal, wir stehen überall im Wettbewerb. So. Und wenn ich jetzt den Marketingwettbewerb, also die Frage und den Wettbewerb um die Kunden sehe, dann ist es so, dass Händler und Marken ihre Nähe zu diesen Kunden zu beginnen zu monetarisieren. Das haben sie in Wirklichkeit schon immer, weil dann wäre die Forderung zu sagen, früher im Handel, da war es dann der Vertriebsaktion, wo ich sage, um in meinen Regalplatz, lieber Kunde, reinzukommen, zahlst du bitte das und das. So, das hat sich jetzt digitalisiert und findet in einer größeren Breite statt. Die wahrhafte große Konkurrenz sind die großen Marktplätze und Plattformen, die dazu gekommen sind, die, wie wir alle wissen, und das beginnt bei Amazon, hört aber bei Amazon nicht auf, einen erheblichen Teil dieser Werbegelder kassiert.
Also wenn diese Kritik berechtigt sein sollte, dann ist sie schon berechtigt, dass man Amazon fragen sollte, macht ihr die Medien kaputt? Aber Sie streben doch Amazon hinterher. Also Amazon ist Ihr großes Vorbild und Sie wollen das deutsche Amazon werden. Nein, wir streben Amazon nicht hinterher, sondern wir haben auch schon längst eine Monetarisierung gemacht, die heute eine Art von Professionalisierung ist. Deshalb sage ich, wenn Medien nicht willens oder in der Lage sind, und das sind sie offensichtlich nicht ausreichend, in diese Monetarisierungszüge einzusteigen, die sind ja verbunden und verknüpft, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn da am Ende Geld fehlt. Das heißt, Sie müssen sich professionalisieren, weil auch Medien haben erhebliche Communities, mit denen sie operieren können. Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Turi 2 Edition. Inspiration für Macher. Und Inspiration live beim Kongress Total Video.